Das Erste. Hallo zusammen und willkommen im Adventskalender von der Verbotenen Liebe. Also ich muss ja sagen, ich finde eigentlich die Vorweihnachtszeit die allerschönste. Weihnachten ist auch schön, aber die Vorweihnachtszeit, wo man sich einstimmen kann auf Weihnachten, finde ich persönlich ganz großartig. Und wenn es dann draußen kalt ist, dann finde ich es auch ganz toll, wenn man einen Glühwein trinkt, wenn man sich den auch mal selber zu Hause macht. Und ich habe ein Rezept, das habe ich euch auch mitgebracht, da mache ich den Glühwein selber. Also nicht kaufen im Laden, kann man selber machen und schmeckt wunderbar. Und dazu habe ich, wie alle Fernsehköche immer sagen, schon mal was vorbereitet. Also, für den Glühwein brauchen wir natürlich, wir brauchen Rotwein, wir brauchen Orangen, Apfel, wir brauchen Gewürze, Anis, eine Vanillestange, riecht gut, schnuppert gut, frisch, Zimt und ein paar Pimentkörner. Ach, und wir brauchen braunen Zucker. Die Vanillestange, die nimmt man nicht ganz. Die schneidet man in der Mitte auf. Also das kratzt man hier so aus. Das gibt so ein bisschen schwarze Krümel. Aber viele von euch kennen das bestimmt auch vom Plätzchenbacken. Das ist das Mark aus der Vanille. Wir nehmen einen guten Rotwein. Kippen ihn in den Topf. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu den anderen Zutaten. Nehmen Zimt. Sternanis, ein paar Pimentkörner, unsere Gewürze, schmeißen die da einfach rein. Wir fischen das nachher einfach mit so einem Schaumlöffel wieder raus. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier einen Apfel, gut gewaschen. Der ist eigentlich nur fürs Aroma. Ganz einfach. Rein damit. Ein Apfel. Da habe ich schon das nächste. Das ist brauner Zucker. Kein weißen Zucker. Ich weiß, kann euch nicht sagen, warum das nicht so gut ist, aber ich weiß, der braune Zucker, der hat einfach mehr Aroma. Viel mehr Aroma. Rein. Auch nicht zu viel, das soll kein Zuckerwasser werden. Ganz richtige Weihnachtsaroma. Machen wir nicht Tee mit rum, sondern Glühwein mit rum. Also ein Schwapp brauner Rum. Aber das ist nur für die Erwachsenen. Für die Kinder ist das natürlich nichts. Der ganze Glühwein ist ja eigentlich nichts für Kinder. Da gibt es auch tolle Rezepte Glühwein aus Traubensaft, aus rotem Traubensaft. Der sieht dann auch lecker aus, aber hat natürlich keinen Alkohol. Ein Schwapp. Ein paar Nelken rein. Und ein bisschen Kardamom. Oh, ich habe noch was vergessen. Wir brauchen noch den Saft einer Orange. Ich mache das jetzt mal so frei aus der Hand, weil ich habe keine Zitronen- oder Orangenpresse. Also man macht den Saft einer ganzen Orange noch daran. Mmh, hier riecht so gut. Ja, das ist doch super. Da habe ich genau. Ich habe sogar eine Fachfrau zum Verkosten. Ja. Ich habe nämlich für den Adventskalender unser Familienglühweinrezept verraten. Mmh. Das Familienglühweinrezept ist das, über Generationen erprobt. Na, jetzt wird es sich erweisen. Was kann Xavier ja auch nicht, der olle Franzose in aller Küche. Also, Vorsicht, ist heiß. Mmh. Das ist der ultimativ beste Glühwein, den ich je verkostet habe. Ein Traum. Also nachkochen, es lohnt sich, ihr merkt das. Und jetzt weg damit, weil wir bringen jetzt noch ein Pichel. Mach mal voll.